Es schien ihr am geeignetsten, sich an den Präsidenten Larogny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mussten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Larogny empfing die Scuderie mit der Achtung, auf die die würdige Dame gerechten Anspruch haben konnte, hörte alles ruhig an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse und seinen Charakter vorbrachte, und hob erst zu sprechen an, als das Fräulein ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend, schwieg. Es ist eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt. Aber anders verhält es sich mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Präsident, ich möchte von euch, mein würdiges Fräulein, nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch die Blutschuld des Bösewichts klar vor Augen halte. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch gewiss Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde.